Und zwar wollte ich Sie fragen, hat Merkels Flüchtlingspolitik 2015 eigentlich eine wesentliche Rolle bei dem Referendum gespielt? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, auch eine heikle Frage. Ich sollte vielleicht sofort erklären, damit ich nicht missverstanden werde. Es gibt immer Missverständnisse, besonders wenn man als Engländer in Deutschland Deutsch spricht. Mit Fett eingeschmiertes Ferkel, das ist ein englisches Sprichwort. A greased piglet. Und das ist ein alter Bauernbrauch, ein Ferkel einzuschmieren und dann muss man versuchen, diesen Ferkel einzufangen. Aber er läuft immer davon. Also ich wollte nicht sagen, dass Boris Johnson ein Schwein wäre. Das ist nicht durch diesen gemeint. Ich bin nicht hergekommen, um Boris Johnson schön zu färben. Ich glaube, er ist ein verlogener Gauner, aber er ist ein sehr geschickter verlogener Gauner. Ist auch nicht sehr nett. Das Schöne ist, wenn man Politologe ist, akademischer Politologe, man kann das sagen, was man wirklich glaubt. Das kann man nicht immer als Politiker machen, ich verstehe das. Man muss da viele Meinungen vertreten. Im nächsten Leben tauschen. Ja, okay. Aber zu Ihrer Frage. Sie sprachen, während des Zweiten Weltkriegs sprachen wir in Großbritannien oft vom anderen Deutschland. Wir haben uns die Frage gestellt, sind alle Deutschen Nazis? Wie können wir das beurteilen? Die Frage ist auch gut für Russland jetzt. Die Frage wird sehr oft gestellt. Glauben alle Russen wirklich die Unsinnigkeiten, die Lügen, die Putin ihn jeden Abend im Fernsehen und sonst wo vortragen? Wir wissen es natürlich, aber ich glaube, es hat ein anderes Deutschland in der Nazizeit gegeben. Ich glaube, es gibt ein anderes Russland und es gibt auch ein anderes England. Wir sind im Albtraum zurzeit, aber Albträume gehen weg, wenn es morgen wird. Und es wird eines Tages morgen. Und ich möchte sagen, es könnte schneller morgen werden, als wir meinten, leider durch Krieg. Ich verstehe, wir sprechen eigentlich hier über den Frieden, nicht über den Krieg. Aber wenn man den Frieden haben will, muss man sich auf Krieg vorbereiten. Und ich glaube, die Briten waren dazu viel besser als Sie in Deutschland. Und ich frage mich oft, was hätte Helmut Kohl, den ich gekannt, ist nicht das richtige Wort, aber viel in meinem akademischen Leben, dank der Adenauer Stiftung in London, bin ich mit Helmut Kohl in Großbritannien, in Oxford, der kam sehr gerne nach Oxford, wollte immer noch zum St. Anthony's College kommen, sämtliche Mal begegnet. Und ich weiß noch, das erste Mal, dass ich im kleinen Seminar, denn er konnte kein Englisch, und es waren nicht sehr viele Politologen in Großbritannien, die Deutsch sprechen könnten. Also die Deutsch sprechen, wurde zu ihm eingeladen. Die erste Frau Kohl, die saß da außen und nittet, ich weiß nicht, was das strickte. Sie hat das alles sämtliche Male gehört. Aber Herr Kohl kam zu uns und sagte, er wollte über die deutsche Einheit sprechen. Ich glaube, 1986 irgendwo. Und wir staunten alle. Kein deutscher Politiker hat sich gewagt zu sagen, es ist wichtig, dass die deutsche Einheit wiederhergestellt wird. Wir waren alle darauf bereit zu hören, dass ja, die Deutschen zwei Staaten und die DDR wird nie demokratisch. Und Kohl hat das nicht gesagt. Der hat groß gedacht. Und ich glaube, Helmut Kohl hatte groß über Brexit gedacht. Das glaube ich. Ich glaube, er wird heute groß über Brexit denken. Und er würde alles tun, um zu versuchen, irgendwie, ich sage es, England und Wales, denn die Schotten und die Nordiren, die sind sich ganz im Klaren, dass das ein tragischer Fehler war, wie man uns wieder einlocken könnte, wenn es morgen wird. Und ich,
Ich bin der festen Überzeugung, ich habe es auch immer gesagt, wenn die Briten, wenn die Engländer, wenn die Waliser wirklich spüren, was der Brexit bedeutet, werden sie auch anders über den Brexit. Das kann jahrelang dauern. Aber es gibt ein anderes England. Und wenn man sieht, die Preise sind um 10% gestiegen in Großbritannien, unsere Wirtschaft sinkt. Es wird gesagt, wir sind 4-6% ärmer durch den Brexit geworden und werden es auch so bleiben. Wenn die Briten sehen, dass es keine Vorteile gibt, kein kann sich einen Vorteil von Brexit nennen. Und dann zu der wirklich großen Frage von Frieden in Europa und Sicherheit in Europa. Da sehen Sie schon, die Briten wollen dabei sein. Und wenn ich das auf Frau Merkel, natürlich bewundere ich Frau Merkel aus humaner Ansicht, hat sehr human 2015, 2016 gehandelt, als sie 1,5 Millionen nach Deutschland eingebracht. Das war christlich, das war human, aber für Briten war das politisch voller Nachteile. Denn die Briten, die Angst vor der Einwanderung haben, das hat den weiter nach rechts gerückt. Und Sie mögen sagen, na und, wenn Sie so reagieren, dann vielleicht wollen wir die Briten gar nicht. Aber man hätte viel besser mit diesem Problem umgehen können. Und aus diesen Gründen, aus diesem Grund sage ich, Frau Merkel hat nicht nur mehr an David Cameron irgendwie gedacht. Das war schwierig. Cameron ist und war arrogant. Aber er brauchte etwas zu haben, um seine zerteilte Partei für Europa zu gewinnen. Das hat Frau Merkel ihm nicht gegeben. Und auch bei der NATO. Es tut mir leid, dieses negatives Licht hier aufzuwerfen. Aber wenn Deutschland mehr für NATO ausgegeben hätte in den letzten 10 Jahren, glaube ich, Putin wäre auch damit, der hätte nicht die Ukraine auf diese Weise angegriffen, wie er es getan hat. Also die Briten haben was beizutragen und wenn es Sicherheit sein soll, dann bitte, Sicherheit, nimmt das an. Und eine europäische Armee, das glaube ich, ist etwas, was natürlich viele Tore, die wollen gar nicht. Aber letzten Endes ist Sicherheit wichtig für die Briten. Und ich glaube, dass andere, England jedenfalls, versteht, dass nur zusammen, wir begrüßen den Eintritt Finnlands in NATO. Und ich glaube, Herr Kohl, wenn ich das lieber David Alton McAllister so sagen, Herr Kohl hätte großzügig geantwortet auf Herr Gärtners Frage, ob die EU erweitert werden soll. Und für mich, wir sind gar nicht mehr in der Europäischen Union, aber wenn wir wären, würde ich jeden Tag dafür einstehen, sofort die Ukraine in die Europäische Union einzuladen. Denn das ist der beste Weg, Russland aufzuhalten. Und in Deutschland braucht man auch nicht mehr über Russland zu sagen. Ich würde doch gerne noch mal auf Ihr schönes Land zurückkommen. Und zwar scheint es mir so zu sein, dass es einen Konflikt Nord gegen Süd gab, der ärmeren Gegenden des Nordens gegenüber dem reichen London, des Finanzdistrikts und so weiter. Frau Ditter, die ja nun leider nicht kommen konnte, hat in ihrem schönen Buch London Calling beschrieben, dass sie einmal die Stadt Hall besucht hat und dort haben 70% der Bevölkerung für den EU-Austritt gestimmt. Das ist natürlich deprimierend in gewisser Weise. Eine andere Frage, die ich habe an Sie, ist, warum war die Wahlbeteiligung unter den Jüngeren wesentlich niedriger als unter den Älteren? Und die dritte Frage,
War eigentlich den Briten bewusst, dass es mit diesem Nordirland-Problem eine tickende Zeitbombe gibt? Auch sehr, sehr, sehr gute Frage. Und Sie sagen ganz richtig, London, Nordirland, Schottland hat gegen den Brexit gewählt, aber wir haben gebrexitet, weil es eine kleine Mehrheit war. Meines Erachtens ist das richtig. Ich bin kein Trump. Wir haben die Wahl verloren. Das muss verstanden werden. Und die Tories, es gibt Tories, die gegen den Brexit sind, die haben gegen Mrs. Mays Lösung des Problems gestimmt. Und das war ein Fehler. Wenn die für Mrs. May 2019 gestimmt hätten, dann hätten wir eine sanftere Brexit, dann wäre Nordirland gesichert, in den Vereinigten Staaten würde es bleiben und die Möglichkeiten voranzukommen, die wären viel besser da. Aber das war eine selbstzerstörerische Politik, besessen vom Hass Europäern gegenüber. Das soll man in Deutschland nicht. Sie sagen, das Land England ist sehr schön. Jeden Tag bin ich froh, dass ich in England geboren worden bin und England lebe und nicht zum Beispiel in der Ukraine. Die Geschichte hat es so ausgemacht. Und wir sollen alle wahnsinnig glücklich sein, dass wir in Freiheit und Sicherheit leben. Das zu erhalten ist das Problem. Und wir sind frei in Großbritannien. Wir sind nicht wie Trump, der sagt, ich habe die Wahl nicht verloren. Was soll das eigentlich? Nein, wir sagen, wir haben die Wahl verloren. Man muss verstehen und es gibt, wenn man ein Demokrat ist, muss man annehmen, auch wenn man dagegen stimmt. Aber wenn Sie politologisch auf die Zukunft sehen, da brauchen Sie nur die Wahlen am letzten Donnerstag in Großbritannien zu sehen. Die Tories haben 500 Sitze verloren. Es ist ein enormer Verlust. Natürlich, das hören Sie nicht von der Regierung, das hören Sie nicht von Boris Johnson. Oh, sagte, es war kein guter Nacht, aber das ist die Politik. Nein, nein, da geschieht etwas auf dieser Ebene, dass in dem Süden, in dem Hoch-Tory-Hochburgen, wo ich und meine Frau leben, das war David Camerons Wahlkreis. Die Tories sind, die haben die Macht verloren. Da. In Westminster haben sie die Macht. In Westminster als Stadt, das wird jetzt von Labour regiert. Mhm. Und sie sprachen von Schottland, sie sprachen von Nordirland. In Nordirland sind Sinn Féin, die Nationalisten, an erster Stelle. Mhm. Über 46% der Leute in Nordirland haben für Parteien gewählt, die den Protokoll wollen. Stellen Sie sich das vor, wenn Boris Johnson sagt, wir zerreißen das, dann zerreißt er auch damit die Chancen von einer friedlichen Lösung in Nordirland. Was soll dieser Unsinn? Wie gesagt, es gibt ein anderes England und politisch sollte Deutschland, hätte Deutschland mehr tun können. Ich will nicht sagen, wir sollen die Verantwortlichkeit an Frau Merkel schieben. Meines Erachtens hat sie Fehler gemacht. Sie hat Fehler auch mit der Atomkraft gemacht. Das verstehe ich. Das ist ein anderes Thema. Sie hätte mehr tun können und vielleicht wäre es dann 52%, 48%. Aber Farage gäbe es immer noch. Demagogen gibt es immer noch, Feindesbilder gibt es immer noch. Das ist das Problem. Herr McAllister, wir brauchen Ihre Expertise zu der gegenwärtigen Situation, was die Irische See angeht, was das Nordirland-Protokoll angeht. In den letzten Tagen wurde ja wieder berichtet, dass Boris Johnson oder seine Partei, die Konservativen, am liebsten dieses Nordirland-Protokoll ins Meer werfen würden. Wie sehen Sie das ganze Problem? Wie ist das lösbar? Sollte die EU erneut den Briten entgegenkommen und Teile dieses Nordirland-Protokolls wieder aushebeln, aufweichen? Ich war ja seit der Europawahl 2019 und das ganze Jahr 2020
Vorsitzender der UK Coordination Group im Europäischen Parlament, also der fraktionsübergreifende Arbeitskreis, die ja die laufenden Verhandlungen mit Michel Barnier eng abgestimmt hat. Das musste ja auch immer parlamentarisch mehrheitsfähig gemacht werden. Und ich habe in diesen 2 Jahren sehr detailliert versucht, britische Verhandlungsstrategien zu verstehen und zu verinnerlichen. Und das Problem, was Sie ansprechen, ist ganz einfach. 3 Ziele britischer Politik haben sich von Anfang an nach dem Brexit widersprochen. Das erste Ziel der britischen Regierung war, wir verlassen die Europäische Union, aber auch den Binnenmarkt und die Zollunion. Man hätte ja auch in der Europäischen, man hätte auch im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben können, also einen Norwegen- oder Island-Status haben können. Also erstes Ziel, raus aus der EU, Binnenmarkt und Zollunion, die harte Variante des Brexit. Zweites Ziel britischer Politik, keine physische Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, Bewahrung des Karfreitags-Belfast-Abkommens in allen Varianten. Zweites Ziel britischer Politik, gut nachvollziehbar. Drittes Ziel britischer Politik, die Einheit des Vereinigten Königreichs darf nicht gefährdet werden. Wenn Sie aber Binnenmarkt und Zollunion verlassen und eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeiden wollen, dann muss in Nordirland der EU-Zolltarif gelten, Stichwort Zollunion, und es müssen für den Warenverkehr die Regeln des EU-Binnenmarktes in Nordirland Anwendung finden, weil ansonsten müssen Sie ja Kontrollen durchführen, denn wir müssen ja die Integrität des EU-Binnenmarktes ein Stück weit auch kontrollieren und sicherstellen, auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher in Osnabrück. Und diese 3 Ziele britischer Politik, die widersprechen sich. Das ist die Quadratur des Kreises oder, was ja 3 Probleme sind, das ist die Kugelmachung des Würfels. Also irgendwo müssen Sie an einem Punkt einen Abstrich machen. Und der Abstrich war, zwischen Großbritannien und Nordirland muss es in der irischen See ein Mindestmaß an Kontrollen geben, mit Blick auf Binnenmarktregeln, und es muss in nordirischen Häfen der EU-Zolltarif gelten für diejenigen Waren, die von Nordirland aus über die Republik Irland, Stichwort Freizügigkeit, dann den ganzen Markt erreichen können in Europa. Das ist ein ganz kompliziertes Vorhaben. Das haben wir monatelang mit den Briten verhandelt. Monatelang, wie man auf Englisch sagt, painstakingly negotiated. Am Ende ist dieses Protokoll zu Irland und Nordirland, die all diese Fragen regelt, unterzeichnet worden vom britischen Premierminister Boris Johnson. Es ist im britischen Unter- und Oberhaus ratifiziert worden. Und kurz danach kommt die britische Seite und sagt, ja, also das mit dem Protokoll, na, das geht ja so nicht. Das Protokoll ist aber eine Grundvoraussetzung gewesen, dass wir dem Austrittsabkommen zustimmen. Denn uns war klar, das Land, was am meisten betroffen ist vom Brexit, ist die Republik Irland. Und wir wollen unter allen Umständen die vergangenen Bilder nicht wieder haben mit den Kontrollen zwischen Nordirland und Irland, weil Scharfmacher auf beiden Seiten das sofort ausnutzen. Und während wir heute hier in Osnabrück sitzen, läuft ja gerade wieder eine heftige Debatte in Großbritannien. Die britische Regierung hat angekündigt, das Protokoll weiterhin nicht in Gänze umzusetzen. Und das ärgert mich, weil das ein massiver Vertrauensbruch ist. Wir brauchen Vertrauen auf beiden Seiten. Ich bin ja nun wahrlich nicht im Verdacht stehend, der schärfste Kritiker Großbritanniens zu sein. Im Gegenteil. Ich verteidige die britische Regierung, auch wenn es mir oft schwerfällt. Aber in dieser Frage habe ich überhaupt kein Verständnis. Vereinbart ist vereinbart. Das Protokoll ist Teil des Austrittsabkommens. Es ist ein internationales Abkommen. Und da kann man nicht anschließend so tun, als ob Pustekuchen, was wir dort unterschrieben haben. Wir setzen es nicht um. Und hier werden wir als Europäische Union hart bleiben müssen. Letzter Satz, Herr Gärtner. Das Protokoll zu Irland und Nordirland ist nicht das Problem. Das Protokoll ist der Versuch, ein Problem auf der irischen Insel zu lösen. Das Problem ist der Brexit. Denn dieser ganze Käse, den wir da in Nordirland jetzt erleben, der wäre ja nie zustande gekommen, wenn es sich diesen Brexit gegeben hätte. Und das, finde ich, ist das Perfide der Brexiteers. Sie richten den Schaden an und anschließend beschimpfen sie uns, die das alles gar nicht wollten und versucht haben, die Quadratur des Kreises hinzubekommen, beschimpfen sie uns, wir würden dort zu bürokratische Vorschriften in Nordirland aufsetzen. Ich bin in Belfast im letzten Jahr 2-mal gewesen.
Vor allen Dingen in den Unternehmungen, bei den Unternehmern in der Wirtschaft, wird das Protokoll gar nicht in Frage gestellt. Sie wollen, dass das Protokoll umgesetzt wird, denn die nordirische Wirtschaft hat eine Riesenchance jetzt. Sie sind voll integraler Bestandteil des Marktes des Vereinigten Königreichs, haben aber gleichzeitig zollfreien, bürokratiefreien Zugang zum weltweit größten Binnenmarkt. Das ist für Nordirland eine riesige Chance. Die Einzigen, die sich um das Protokoll wirklich aufregen, sind bestimmte unionistische Kreise in Nordirland und britische Politiker, wo ich mich manchmal frage, wann die eigentlich zuletzt mal in Nordirland gewesen sind. Aber nochmal, Herr McAllister, ist da diese Frage, wie ist das Problem zu lösen? Nach den Wahlen jetzt in Nordirland ist es ja so, es muss eine Einheitsregierung gebildet werden. Und der DUP-Part, also der Teil DUP, hat gesagt, sie würden nur bereit sein, diese Einheitsregierung zu bilden, wenn das Nordirland-Protokoll entweder verwässert wird oder aufgegeben wird. Also ich habe mir den nordirischen Wahlkampf angeschaut. Natürlich ist das etwas Besonderes, dass zum ersten Mal Sinn Féin stärkste politische Kraft in Stormont geworden ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, wäre das unionistische Lager vereint gewesen, hätten die das ja nicht geschafft. Es gibt ja eine klare Bevölkerungsmehrheit in Nordirland, die im Vereinigten Königreich bleiben will. Nur die DUP, die Democratic Unionist Party und die UUP, die Ulster Unionist Party, die ja beides Unionisten sind, beide auch den Begriff Unionisten im Namen haben, stehen sich ja in so herzlicher Abneigung gegenüber. Das erinnert mich manchmal an den Monty Python-Film mit den, wie heißen die da, die Judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa. Also da fragt man sich manchmal auch so, also ihr wollt ja eigentlich das Gleiche, aber ihr mögt euch nicht. Und weil die so gespalten waren, hat Sinn Féin das erste Mal es geschafft, stärkste Kraft zu werden. Sinn Féin als First Minister, ich kann nachvollziehen, dass das für nicht wenige Unionisten schwer zu schlucken ist. Denn Sinn Féin ist eine irisch-republikanische nationalistische Partei, hat ganz andere Vorstellungen von der Zukunft Nordirlands. Dass die Unionisten sich schwer tun, verstehe ich, aber die Regeln des Karfreitagsabkommen sind so, dass die beiden Blöcke sich die Macht teilen müssen. Und die Regel war so, dass die stärkste Kraft den First Minister stellt. Die Unionisten hätten ja niemals im Leben daran gedacht, dass die andere Seite mal stärkste Kraft wird. Deshalb haben die Unionisten ein grundsätzliches Problem, unter einer Sinn Féin geführten Regierung in Belfast mitzuwirken. Und zum Protokoll. Die Kritik war, die Europäische Kommission hört nicht auf das, was in Nordirland passiert. Und da war vielleicht auch etwas Wahres dran. Michel Barnier hätte vielleicht einmal mehr nach Nordirland fahren müssen. Aber sein Nachfolger, Maros Šefčovič, ist mehrfach in Nordirland gewesen, hat sich zusammengesetzt mit der Politik, mit der Zivilgesellschaft, mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften und hat viele ganz konkrete Vorschläge gemacht im Oktober. Die Vorschläge, die wir aus EU-Seite gemacht haben zur Umsetzung des Protokolls im Oktober, gingen bis an die Grenze wirklich dessen, was wir noch anbieten können. Weitreichende Vorschläge, so flexibel wie pragmatisch auf nordirische Belange einzugehen. Aber was mich stört, ist, dass wir seit Oktober keine ernsthafte Debatte mit der britischen Regierung führen können. Was genau gefällt euch jetzt an jedem einzelnen Vorschlag nicht? Lasst uns in der Sache diskutieren. Aber es kommt immer diese stereotype Antwort von britischen Ministern, früher Lord Frost, jetzt Frau Truss. The protocol's not working. Also es wird grundsätzlich die Regel in Frage gestellt. Und hier kommen wir nicht weiter. Was passiert, wenn die britische Regierung tatsächlich Artikel 16 zieht, also die Nuklearoption, dann wird es messy werden, weil dann werden wir als Europäische Union gezwungen sein, Kontermaßnahmen, die uns das Handels- und Kooperationsabkommen ermöglicht, einzuläuten. Und bei allem Respekt, es ist Krieg mitten in Europa. Und die Europäische Union und das Vereinigte Königreich, wie es Professor Glies gesagt hat, arbeiten so eng zusammen bei der Unterstützung der Ukraine. Es ist so viel Wichtigeres und stattdessen
wegen der Frage, ob Würstchen oder Hackfleisch von Schottland nach Nordirland und umgekehrt importiert oder exportiert werden kann, fangen wir einen Handelsstreit an. Das will mir nicht in den Kopf und deshalb appelliere ich an die britische Seite. Der Wahlkampf in Nordirland ist jetzt vorbei. Setzt uns mit uns hin. Wir wollen doch eine Lösung finden, aber hört auf, internationale Verträge zu brechen. Das geht nicht.